Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu den Pokémon Glitches heute aus der 8. Generation. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr durch Wände in Pokémon Schwert und Schild laufen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wie ihr euch schon sicherlich denken könnt, ist der Glitch nicht ohne weiteres auszuführen. Wir brauchen einen weiteren Glitch, damit dies überhaupt funktioniert. Dazu werden wir zunächst durch Beerenbäume hindurchfahren. Der Glitch an sich ist denkbar einfach auszuführen und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch dieses Phänomen bereits beobachtet haben. Um den Glitch auszuführen, steigt einfach auf euer Rotom-Rad und geht zu einem Beerenbaum. Schüttet so lange, bis ein Pokémon da rauskommt. Bekämpft das Pokémon oder geht auf Flucht. Danach solltet ihr in der Lage sein, mit dem Rotom-Rad durch den Beerenbaum zu fahren. Okay, wir wissen also, dass wir mit dieser Methode so durch den Beerenbaum fahren können. Jedoch braucht es jetzt den zweiten Teil des Glitches, damit wir wirklich auch durch Wände hindurchgehen können. Als erstes fahrt ihr dazu zu einem Beerenbaum, bei dem der Beerenbaum relativ nahe zu einer soliden Wand steht. Ein solcher Beerenbaum findet sich beispielsweise auf Route 3. Schüttet diesen Beerenbaum so lange, bis ein Pokémon auftaucht. Vergisst nicht, dass ihr hierbei auf dem Rotom-Rad sein müsst. Nachdem ihr von dem Pokémon geflohen seid oder es besiegt habt, stellt euch zu dem Beerenbaum nun so mit dem Rotom-Rad hin, dass ihr mit dem Rücken zu der Wand steht. Anschließend lasst ihr einen Tag vergehen. Ihr könntet schlichtweg hier auch einen Tag einfach warten, aber es ist einfacher, diesen Tag einfach zu skippen. Geht mit dem ausgeschalteten Online-Modus auf Versus und danach Kampfstadion. Wählt den Menüpunkt Rangkampf aus. Wählt eine beliebige Kampfart aus und wartet, bis ihr einen Gegner irgendwann gefunden habt. Sollte ein Gegner gefunden worden sein, geht anschließend auf Flucht, um den Kampf zu beenden. Danach drückt ihr so lange den B-Knopf, bis ihr den Protagonisten auf dem Rotom-Rad sehen könnt. Drückt nun den Home-Button und geht auf die Systemeinstellungen, anschließend Konsole, Datum und Uhrzeit und stellt sicher, dass die Datum- und Uhrzeitsanzeige nicht aus dem Internet bezogen wird. Stellt nun den Tag 1 weiter nach vorne und bestätigt die Eingabe und kehrt zurück zum Spiel. Sollte der Bildschirm kurz aufgeflackert sein und der Beerenbaum wieder Beeren tragen, so ist der Glitch geglückt. Ihr steht noch immer im Beerenbaum drin und drückt jetzt den A-Knopf, um den Beerenbaum nochmals zu schütteln, bis ein wildes Pokémon auftaucht. Das Spiel allerdings wird euch jetzt ein weiteres Stück zurücksetzen, was zur Folge hat, dass ihr nun in der Wand drin steht. Nachdem der Kampf beendet worden ist, könnt ihr nun durch solide Blöcke hindurchfahren, aber nicht mehr durch nicht solide Blöcke. Es ist übrigens nicht möglich, in diesem Zustand zu speichern, wieso ihr auch eure Spieldaten effektiv nicht beschädigen könnt. So ist es möglich, durch Route 3 komplett hindurchzufahren und den ganzen Bereich auch mal näher zu erkunden. Es kann sein, dass die Entwickler an ein solches Szenario gedacht haben und deswegen extra die gesamte Route auch mit unsichtbaren Wänden belegt haben und diese auch nicht durchdringbar sind. Ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, Mann, es muss doch noch irgendwelche anderen Stellen geben, wo die Beerenbäume relativ dicht zu der Wand stehen und man sozusagen profitieren könnte davon. Die einzigen zwei Stellen, wo ich noch persönlich interessant fand, wo ich das auch ausprobiert habe, waren auf Route 6 in der Nähe von Passbeck, dort gibt es einen Beerenbaum, und in der Naturzone bei der Wachturmruine. An beiden Stellen habe ich dies ebenfalls versucht zu machen mit eher mäßigem Erfolg. Also auf Route 6 hat es seltsamerweise gar nicht funktioniert, so diesen Glitch auszuführen. Ich gehe von aus, dass wahrscheinlich die unsichtbare Wand direkt hinten dran ist und deswegen man einfach das nicht machen kann. Bei der Wachturmruine in der Naturzone ist es interessanterweise so, dass man zwar auch zwischenzeitlich in der Wand stehen kann, man aber wieder nach draußen versetzt wird. Warum das nicht so auf Route 3 funktioniert, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach zu weit weg von der Wand gestanden und es hat deswegen nicht so richtig geklappt. Ich denke, in der Naturzone und auf Route 6 hat man noch gute Karten, diesen Glitch sozusagen zu versuchen. Ob man wirklich hindurchfahren kann, ist aber wiederum eine andere Geschichte. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich. Ihr könnt ja auch ganz einfach mittels der Nintendo Switch-Funktion da dieses Video aufzuzeichnen, das mir dann entsprechend schicken über Discord oder Twitter, aber wie gesagt, ich konnte den Glitch hier nur auf Route 3 reproduzieren und auf den beiden anderen Routen hat das leider nicht funktioniert. Ich hoffe, das Let's Glitch hat euch gefallen. Wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen.
Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich und sage bis denn, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.